Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video mache ich mal ein kleines Infovideo und zwar hat Apple vor wenigen Momenten Einladungen für ein weiteres Special Event versendet. Und zwar findet dies am 23. Oktober statt. Auf der Einladung sieht man das Apple-Logo mit einem wirklich schönen Hintergrund in verschiedenen Regenbogenfarben. Und dann drin steht im Apple-Logo, we've got a little more to show you. Und ja, wahrscheinlich wird es da das neue iPad Mini geben, also vorgestellt. Vielleicht wird es auch noch einen neuen iMac geben, also einen iMac 2012, vielleicht sogar mit Retina-Bildschirm und einen neuen Mac Mini. Das wird sich dann alles an dem Tag zeigen. Ich werde natürlich danach immer eine Zusammenfassung machen. Also, wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das oben gerne tun. Ja, das Apple-Event findet um 10 Uhr Ortszeit statt. Dann ist es hier 19 Uhr, wie auch bei jedem Apple-Event. Und geht dann wahrscheinlich wieder so eineinhalb Stunden circa. Findet diesmal aber nicht in San Francisco statt, sondern im California Theater in San Jose. Und ja, ansonsten war es das auch schon wieder von diesem Infovideo. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr denkt, was an diesem Event vorgestellt wird. Gibt es vielleicht das neue iPad Mini? Wollt ihr euch das auch kaufen oder gibt es nur neue iMacs? Und wird es das iPad Mini vielleicht gar nicht geben, was ich allerdings nicht so glaube, da es schon sehr viele Gerüchte dazu gibt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter folgen, Link natürlich unten in der Videobeschreibung, oder meine Facebook-Seite liken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, da findet ihr auch immer dann die neuesten Gerüchte zu Apple und Co. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Videos gucken. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!